Hey, sehr und Konnichiwa, hier ist wieder euer Keanu zurück mit Donkey Kong Country und dabei wieder der... Nö, ich warne den Weehawk nicht vor, dass ich den Part beginne. Deswegen antwortet der Weehawk auch nicht uns, ja, egal. Ja, okay. Ich habe das Anzählen vergessen, wie ich es sonst immer mache. Ja, wie ich es immer machst, wie du es seit 5 Parts nicht mehr gemacht hast. Egal. So. Das ist wirklich eine schwierige Stelle. Oh ja. Aber man muss hier wirklich alles ganz genau beobachten, dann passt das. Was sei? Ich springe jetzt auf. Boah, ich bin auf gut gesprungen. Gott. Ja, sehr gut. Ich hoffe, du kannst Dinge gut beobachten. Ja, das kann ich. Das müsste auch gleich wieder dann die Sache mit diesem Claptrap dann kommen. Mhm. Das war nach dieser Stelle. Genau, ja, da kommt er. Achtung. Ich hab ihn jetzt genau gesehen. So. Und jetzt ganz schnell nach rechts, genau. Und Achtung! Oh, 3, 4 8. Hintereinander, 4! Das waren 4, ich habe nur 3 gesehen. Ich glaube, es waren 4. Wow. Oh. Die sind doch völlig... nein, ich sag's nicht. Wahnsinnig geworden. Ja. Ich höre ein Fass. Ich höre diesen dummen Affen mit seinen Fässern. Oh nein! Renn durch. Und spring ihn auf den Kopf. Genau. So, und jetzt? Weiter. Ganz langsam weiter. Ruhig. Ja, ruhig bleiben, hast recht. Oh, nein, das sind viel zu viele! Spring einen auf den Kopf dann. Gut. Weiter. Lass gehen. Und jetzt? Wieso zeigt der Pfeil nach links? Geh einfach weiter. Geh mal ganz langsam weiter. Da runter, ja. Weil dein Geheimnis wahrscheinlich ist. Ach so, das ist ein Geheimnis, ja klar. So, Achtung. Ich höre Klepto. Ah, nein! Oh, heißt das Exit! Okay. Und ich hab ihn gesehen! Warum habe ich nicht reagiert? Es tut mir leid, es war meine Schuld. Ich hätte reagieren müssen, wenn ich den Klepto gehört. Ich hab ihn gehört. Ich hab ihn nicht gehört. Ich hab Headset, ich höre den. Ja, ich hab auch Headset, aber ich höre ihn nicht. Ach Mann, ich bin so ein Trottel, es tut mir echt leid. Das ist eigentlich ein leises Beißen haben. Ja. Okay, Walkman? Wieso meldet sich Walkman jetzt hier? Uah. Walkman? Ja, ein Gerät, ein MP3-Player. Und, ist anscheinend fertig aufgeladen. Nein, er ist rausgesprungen, warum auch immer. Bitte das Gerät anschließen. Warum sagst du mir, dass du Fetzer... Wir haben jetzt ein paar jüngere Zuschauer verwirrt, indem wir Walkman gesagt haben. Was ist denn ein Walkman? Ja stimmt, die jüngeren Zuschauer kennen Walkmans gar nicht mehr. Aber wenn ich jetzt sage, da hat man Kassetten reingemacht, dann fragen mich die jungen Leute, was sind denn Kassetten? Was kennt man heute nicht mehr? Heute wird alles auf Blu-ray gebrannt und aufgenommen und... Mhm. Mein Gott... Oh. Ganz ruhig bleiben. Ja? Das ist bei Verdauen. Nach Donkey halt die Fresse. So, hier war der Claptrap. Genau, sehr gut. Ja, wir alten Säcke, wir kennen Walkmans und Kassetten noch. Genau. Das sind tatsächlich nur 3 übrigens. Mhm. Ja, wir kennen das noch. Ich hab schon ganz früh mit meiner Let's-Player-Karriere eigentlich angefangen, als ich damals noch Aufnahmen auf Kassette gemacht habe. Zwar nicht von Videospielen, aber wo ich einfach mal irgendeinen Scheiß gelabert habe auf Kassette. Das war immer lustig gewesen. Da kommen gleich wieder diese 4 Typis runter. Ja, das schaffe ich. Ja, jetzt. Kommen sie. Ja, alles im grünen Bereich. So, jetzt muss ich nur noch auf diesen Claptrap achten. Mhm. Schaffst du. Ich weiß nur nicht, wann er kommt. Ich höre ihn schon. Moment. Jetzt springen. Ah. Ja. Ja! Und weiter. Und durch. So, geh zurück zu Candy. Geh zu Candy. 99. Geh zu Nein! Candy. 99 Candy Kongs. Mit 99 Speicherpunkten werden wir nun besuchen. Und unseren Speicherstand aktualisieren. Text vergessen. Völlig egal. Machen wir weiter mit dem nächsten Level. Mit dem Endboss. Herr Dumpfbacke.
Was zum Henker? Herr Dumpfbacke? Das ist aber nicht King K. Rool. An den erinnere ich mich noch, der ist fies. Den muss man nämlich hier auf den Boden knallen lassen. Der springt nämlich immer auf den Boden. Ah, okay. Finde ich gut. Zack. Und der wird dabei auch immer schneller. Der zerstört sich also irgendwann selber. Zerstört sich selbst, das heißt, wir brauchen gar nicht erst probieren, ihn anzugreifen. Nee, der ist unverwundbar. Ja, Entschuldigung, weil ich am Anfang nicht reagiert habe. Ist ja in Ordnung. Wir haben blöd gespeichert, oder? Ach Quatsch, ist ja egal, eigentlich sogar. Wir haben dann wieder fünf Leben. Perfekt gespeichert, perfekt, da ging's gar nicht mehr. Stimmt eigentlich. Es war auch gut, dass du gestorben bist. Also, nicht falsch verstehen. Es war sehr gut, dass du gestorben bist. Aber wieso man dann am Anfang reagieren, wenn man nicht weiß, was Sache ist? Ja, genau. Das Fass kam da runter und ich hab mir nichts bei gedacht, weißt du? Ja, denkst du, da kommt ein DK raus, ne? DK-Fass. Okay. Jetzt kommen die Claptraps, oder, als nächstes? Mhm. Alles klar. So, was kommt jetzt? Das weiß ich nicht. Er ist auf jeden Fall immer schneller. Gut, wenn man immer schön die Richtung wechselt, so wie du das machst, dann geht das ja. Das war so klar. Oh, da bin ich dann also auf dich angewiesen an der Stelle, wenn ich mal in diese Bredouille kommen sollte. Ja. Oh, Achtung! Und jawoll! Ah. Ich dachte, der hat's am Anspruch. Ich hätte eigentlich auch gedacht, dass er dich erwischt hätte, aber gut. Herr Dumpfbacke ist wirklich eine Dumpfbacke und Affenkleinhöhle. Dann ist das wohl die letzte Welt. Dann kam da also doch noch eine. Ich werd bekloppt. Aufgetankter Ärger. Oh, das ist diese Kacke, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr genau. Das ist genau. Das ist dieser Mist. Das ist eines der schwierigsten Level im gesamten Spiel. Weil man sich das Benzin auch immer aufsparen sollte. Bis zum letzten Punkt. So ungefähr. Was ich jetzt gar nicht mehr weiß, wenn die Affen draufstehen, geht das Benzin schneller runter, wie wenn sie nicht draufstehen, oder ist das egal? Das weiß ich doch jetzt nicht mehr. Könnte ja sein, dass du es noch weißt, dass du ein Gedächtnis hast. Nein. Na gut, ein Gedächtnis habe ich schon, aber... Man sieht es ja. Ich habe mich an den Endboss erinnert, wie der geht. Ja, das stimmt. Ah, schade. Nee, da habe ich die Kontrolle verloren. Ja, ich habe auch schon lange die Kontrolle verloren. Ich habe gesavestated. Wieso machst du so etwas? Ich bin der Trottel, Entschuldigung. Ist das Fass? Oder? Nein. Ich habe doch das Fass nicht genommen gerade, oder? Da war doch ein DK-Fass. Da war ein DK-Fass eben, oder? Weiß ich nicht mehr. Ich hätte schwören können, dass da jetzt ein DK-Fass war. Und ich meine, ich hätte es nicht genommen. Also theoretisch könntest du mich jetzt wieder haben, oder? Nein, ich mache ja lieber alles alleine. Und ich habe deshalb gesavestated, damit wir diesen dämlich, dümmlichen Boss nicht nochmal machen müssen. Herr Dumpfbacke? Oh. Das Ding wird schneller. Jetzt wird's wieder langsamer. Donkey Kong spackt wieder. Donkey Kong spackt wieder. Ja, sehr gut. Nee, es ist tatsächlich unabhängig... Ah, egal. Unabhängig? Es ist tatsächlich unabhängig davon, ob die Affen draufstehen oder nicht. Es geht immer im gleichen Takt runter. Immer, aber ich glaube, alle 2 Sekunden, glaube ich. Tatsache. Ja, hier ist ein DK-Fass. Tatsache. Jetzt probiere ich das mal. Alles okay. Nee, warte immer ein bisschen mit den Ausnahmen des Fuel. Ja, hast du ja recht. Man weiß ja nie. Jetzt. Oh. Ja, aber ja. Ja, ich glaube, das ist jetzt ein bisschen doof jetzt hier. Nee, das kriegst du da. Halt die Fresse, Donkey!
Okay, und jetzt? Ah, ah, nein, 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 nicht die Kontrolle verlieren. Oh fuck, wie komme ich da ran? Spring auf den Typi. Und lande auf dem Brett. Das hätte sowieso nicht, das Ding ist ja sowieso dann leer gewesen. Und das wäre auch gar nicht weitergegangen, das wäre doch runtergefallen. Ja. Ich weiß es, deswegen, es hätte eh nichts mehr gebracht. Doch, dann wären wir weitergekommen. Ja, wieso, das war doch leer, das Ding. Ja, das wäre da so oder so runtergefallen, auch wenn da voll gewesen wäre. Ach so. Wir hätten über die Bretter weitergemusst. Ach so. Okay. Da waren ja nicht umsonst zwei nebeneinander. Ich hab gedacht, das war nur zur Deko. Nee, das sollte uns tatsächlich dazu bringen, weiterzukommen. Das ist ja fies, Bretter, die einen dazu bringen, weiterzukommen. Donkeys, die vom Plattform runterlaufen. Und nicht springen wollen, wenn man die Sprungtaste drückt. So gehst du also mit deinem Affen um. Schrecklich. Mhm. Was mache ich denn? So gehst du mit deinem Affen um. Ja, völlig unnötigerweise, ich Trottel. Downs. Fio. Fenno. Affe. Ja. Sehr schön, machst du das. Zack. Zack. Das ist ja alles noch schön und machbar und... Und krank, wie ich das wieder mache. Ja, sowieso. Ey, gefällt mir sehr gut, wie du das hier machst. Auf deine Art und Weise zwar völlig wahnsinnig geworden, aber doch irgendwie... Schön. Durch und jawoll. Ja, ich bin doof. Brauchen wir zwar nicht das Speicherfass, aber egal. Soll ich den State setzen? Wie viel Leben haben wir? Null, oder? Hm. Ja, komm. Was soll's. Okay. Bei dem Leben, bei dem Level hier darf das schon mal erlaubt sein. Die Fühls füllen übrigens jetzt nicht mehr ganz so oft. An diesen roten Punkten auf diesen Fässern siehst du, wie voll die immer machen. Hm, drei in dem Fall. Jetzt haben wir hier, oder... da haben wir auch drei. Und wir wollen sie nicht. Das ist schön. Fall doch nicht runter. Oh. Das ist tragisch. Aber das war das erste Mal, dass keiner von uns Game Over gegangen ist und wir es trotzdem vermasselt haben. Ja, stimmt. Das ist auch, glaube ich, nur in diesem Level möglich, oder? Kann sein. Du wirst nicht, dass es noch ein anderes Level gibt, wo das möglich ist. Puff. Ah, schade. Jetzt musst du dich doch um kümmern. Das mache ich, ist doch kein Problem. Ich mache das... Nein, das ist nicht wahr. Ich dachte, das wäre kein Problem. Ja, irgendwie nicht, aber... Ach, ich hatte einen harten Tag. Ja, er musste seine Wohnung putzen. Ja, zum Bleistift. Oh, Junge! Oh, Junge! Oh, Junge! Fuel, wollte ich eigentlich sagen. Oh, Junge, Fuel. Oh, egal. Fuel. Oh, Fuel! Fick dich, Fuel. Wir haben Reifen. Ich hab einen Reifen. Alter! Er hat einen Reifen! Ich lass den Reifen mal da drauf. Oh, fick dich. Nein. Darf ich da rein? Ja. Warum tue ich es nicht? Weil du blöd. War das jetzt doof? Ja. Nein! Aber wenigstens ist der Reifen drauf. Wir haben ja, Leben. Das ist wichtig. Ganz Leben. Wichtig. Ja. Irgendwo hat oh, das hat sich gereimt. Na, ich lade den Safe State und dann beende ich den Part an der Stelle. Das war ja Keanu und. Genau das. Ja, und euer WeHawkLP. Ciao.